So, was sagt das Wetter morgen? Irgendwelche Feste vielleicht mal? Gib mir doch mal Regen, bitte. Ich bitte doch nur. Ja, bitte mein Tagebuch schreiben. Ja, danke schön, tschüss. Oh, der Mais wächst. Er wächst. Und die Tomaten sind auch noch zugange mit dem Wachsen. So, die müssen wir immer schön gießen. Den Mais brauchen wir jetzt nicht mehr gießen. Der wächst jetzt von alleine. So wie ich das jetzt mitgekriegt habe, müsste der jetzt von alleine wachsen. Aber die Tomaten brauchen immer gut Wasser, die Tomaten hier. Ich glaube, dann gehe ich jetzt auch einmal in die Stadt. Wie gesagt, wir wollten ja Grassamen kaufen. Aber bevor ich jetzt in die Stadt gehe... Doch, ich gehe jetzt erstmal in die Stadt. Wegen Grassamen. Gras wächst auch ohne Bewässerung. Es kostet 500 Gold. Nein, das ist mir doch ein bisschen zu teuer. Aber so könnten wir jetzt erstmal nichts kaufen. Doch, wir könnten ein paar Blumen kaufen für Maria. Maria freut sich über Blumen. Ich will Maria heiraten später mal. So, zack. Das sind Blumen, sie blühen ein Tag sein. Hervorragend, die kosten 300 Gold. Kaufen! Vielen Dank! Danke! Maria. Blumen. Für dich. Hier, nimm! Wie geht es dir bei dieser Hitze? Mir geht's gut. Ist der Maria verliebt? Das kann nicht sein. Doch, bin ich. Hab ich die Hacke mit? Nee, ich hab das für einen Stein. Kann ich also wieder keinen Stein Baum hier holen. Erstmal was futtern. Zack. Jetzt erstmal rein hier. So, ich mach dir einen Sonderangebot. Wenn du dein Haus bis zum Ende des Sommers ausbauen lässt, erhältst du eine kostenlose Überraschung dazu. Ja gut, da bin ich dabei. So, was sagen die hier? Haus der Zimmermänner. Um und um. Wie geht das jetzt nochmal mit dem Anbauen? Vergrößern? Wie war das nochmal? Muss ich das irgendwie am Haus machen? Das Lied zum Beispiel finde ich jetzt richtig cool. Also das Lied mag ich sehr. Zugeteiltes Land für das Anbau benötigt nur 52 Holz. Gut, wir brauchen mehr Holz. Das holen wir uns jetzt noch, das restliche Holz. Egal wie, ich werde mir Holz holen. Zack. So, der Hammer kommt erstmal weg. Und dann gehen wir jetzt Holz hauen. Wir gehen Holz hauen. Am besten bevor der Typ kommt und mich wieder zuquatscht. Hau drauf! Eins. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Holz so ein Baum gibt. Ich glaube, 5 Holz sicherlich so. Also 3-4 Stück reichen und dann haben wir erstmal wieder genug Holz. Obwohl, wir können eigentlich so lange hacken, bis Ryu einfach keine Power mehr hat. Und dann können wir ein bisschen Gras holen und so. Gucken, ob da irgendwas versteckt ist wieder. Aber Ryu hält diesmal gut durch. Bin ich begeistert. Zack. Gucken, ob wir hier noch ein bisschen Holz haben. Nein, kein Holz.
Aber da ist Holz. Holz ist immer gut. Ah, da ist er erstmal ein bisschen erschöpft. Er hält wirklich mehr aus, habe ich das Gefühl. Aber so langsam müsste ja mal so kommen, dass er fertig ist. Ja, ich glaube, der kippt mir jetzt gleich um nach diesem Baumstamm hier. Ja, na, er kann noch, das ist cool. Haben wir mal geschafft, hier alle Bäume zu fällen, beziehungsweise alle Stümpfe wegzuknallen. Nein, mach nicht die Blume kaputt, die schenken wir Maria. Los, komm. Blume, 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 Blume. Was willst du mir das andrehen? Ich dachte, du willst eine Blume haben. Ha, wir haben ihn verarscht. Wir haben ihm Blumen geschenkt. Obwohl die eigentlich für Maria sein sollten, aber egal. Ich wäre dafür, dass ihr unser Haus jetzt anbaut. Zugeteiltes Land. Haben wir. Wir wollen... Wie kann ich das denn jetzt machen, dass die mir das Haus erweitern? Das ist jetzt die Frage hier. Ah, gib mir Regen, Mann! Sonne. Immer nur Sonne. Ich will doch mal Regen haben. Ja, schlafen. Bam, 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 bam. Bam. Vielleicht sagt mir das Schild jetzt, dass ich anbauen darf. Oder soll. Oder Vögel, 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 Vögel. Fliegt weg. Bringe 42 Holz. Kann man hier auch anbauen? Stall. 288 Holz haben wir. Ich gieße jetzt erstmal unsere Samen. So, zack. Da freuen sich unsere Pflänzchen über Wasser. Ich lasse mich alleine und in Ruhe. Puh, oh mein Gott, was war das denn? Ich merke, ich werde müde. Wir haben spät nachts und ich nehme ein Spiel auf. Was sagt uns das Geld? Dienstag, 14. Sommer, 610 Geld. Sehr schön. Wir haben 610 Geld. Wir kaufen wieder Blumen. Das sind Blumen, sie blühen, bla bla bla, bla bla bla. Kaufen, vielen Dank, for the Blumies. Vielleicht schenke ich auch irgendwann mal den Kuchen, aber erstmal kriegt sie hier, zack, wow, vielen Dank, das riecht aber gut. Wie geht es dir bei dieser Hitze? Ja, mir geht's gut, ich bin nur ein bisschen am Lägen. Mehr aber auch nicht. So, was hat uns die Wahrsagerin? What have you done for uns zu sagen? Ganz unter anderem gefällt dir am besten. Oh, Nina, samstags pflückt sie Kräuter und sonntags wandert sie. Nach Süßigkeiten ist sie ganz wild. Bringen ihr bloß keine. Okay, Nina mag keine Blumen, aber sie mag Süßigkeiten. Das heißt, ihr könnt mal den Kuchen schenken. Aber ich mag ja Maria, also wird sie weiterhin Blumen kriegen. Haha, Blumen! Blumen Group. So, wohin geht's denn hier? Zur Stadt, zu in den Bergen und die... Unser Hof wird gar nicht erst angezeigt. Warum auch? Wenn du heiraten willst, bla 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 bla, großes Haus, bla 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 bla. Haus der Zimmermänner, bla 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 bla, anbauen, bla 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 bla. So, Zimmermann. Los, Zimmer unser Haus größer. Willst du dein Haus ausbauen lassen? Oh ja! Also gut, ich schaue morgen auf der Farm vorbei. Ja, das ist sehr cool von dir. Ein großes Haus bedeutet großes Haus bedeutet großes Haus bedeutet großes Haus. Und Bäume fällen.
Bom, 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 bom. Aber auch nur den einen jetzt hier. Und dann gehe ich zurück auf die Farm. Geh ruhig, geh ruhig. Ich will dich nicht aufhalten. Das sind Maiglöckchen. Ich hätte gern diese Maiglöckchen, wenn ich ehrlich bin. Mich würde es echt interessieren, ob ich den Mais auch wirklich gießen muss die ganze Zeit. Oder halt eben nicht. Naja, das ist eigentlich auch vollkommen Wurst. Ha, ich hab dich gegossen, du Brunnen. Wir schlafen jetzt und dann werden wir uns morgen um den Ausbau kümmern des Hauses. Was sagt denn uns das Wetter für morgen? Wahrscheinlich gar nichts, weil wir den Fernseher kaputt gemacht haben. Regen, Regen, nein, Sonne, ich hasse dich. Gib doch mal Regen hier. Mensch, ist zwar Sommer, aber egal. Ja, bitte. So, das heißt, der Typ müsste jetzt auch vorbeischauen. Hund, komm raus hier, wir werden ausgebaut. Und da ist er schon. Der Preis für den Ausbau beträgt 5000 Gold. Kann es losgehen? Noch nicht. Oh, dann nicht. Wir sind allzeit bereit. Alter! 5000 Gold! So, okay, aber ich würde sagen, ich beende jetzt diesen Part, weil ich habe irgendwie gerade keine Lust mehr. Zack, wir speichern auch jetzt schon wieder. Ich würde sagen, das war's fürs Erste. Das war Harvest Moon nach langer Zeit mal wieder. Haltet immer schön die Hände über der Bettdecke, Leute. Auf Wiedersehen und ciao, ciao.